Fleisch nach der Arbeit. Wir haben jetzt hier die Vorher-Nachher-Show, weil wir gehen jetzt auf die Fahrerseite, linke Seite in Fahrtrichtung und wollen jetzt hier das Hydrolager tauschen. Da habe ich mich dann hier durchgeschlängelt. Ach du Levenjot, ich sehe ja nichts. Ja, so. Oh Gott, Moment. Ich muss mal ranzoomen. Moment, die Kamera fokussiert nicht richtig. Ja, von hier. Ach du Leben, ich krieg ja nichts drauf. Ich krieg's nicht richtig scharf. So. Drehen, drehen. Hast du noch nicht gelöst? Doch, die ist gelöst. Ja? Ja. Gut, dann dreh ich mal weiter, ne? Ja, die ist los. Ach so, die ist schon komplett. Ja. Ja, dann kann ich das ja abziehen hier, ne? Ja. Ah, ich sehe sie. Halt mal bitte. So. Da. Das ist die Schraube vom Motorlager. Ja, nur zur Orientierung. Da ist der Motor. Hier ist die Bremsflüssigkeit drin. Und dahinter geht es runter. Da. Da ist die Schraube. Schraube ist gelöst. Jetzt wieder altes Thema. Ihr müsst natürlich den Motor wieder anheben, sonst könnt ihr das Hydrolager nicht rausheben. Der Motor liegt ja mit vollem Gewicht auf dem Lager. Zu dem Zweck gehen wir unten an die Motorölwanne. Da liegen ein Holz dazwischen zum Schutz. Es wird gepumpt. Und jetzt müsste man, nachdem man die Schraube entfernt hat von oben, müsste man das Lager rausnehmen können. Da seht ihr schon, Leute, das Lager ist kaputt. Das Lager ist kaputt, das war Gold, richtig, das zu tauschen. Da kommt schon die Flüssigkeit aus dem Lager raus. Die sind fritten, die Lager sind beide platt. Na, das sind Lager von 1996 wahrscheinlich, ne? Ihr seht ja, was das für eine Arbeit ist, das wird sich keiner angetan haben. Das sind Originallager, die sind Asbach. Mal wieder, wie die Hand aussieht, pfui. Stinkt das auch noch dazu? Na komm.
kommt ja eine Suppe runter. Was ist denn los hier? Raus damit, ne? Boah, was kommt da für eine Suppe raus? Ein richtiger Strahl, der da rauskommt. Ja, hier sieht man schon. Jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, wohin damit. Wie raus? Auch das verkantet sich. Ja, ich habe hier keine Lücke, die groß genug ist, da rauszukommen. Da seht ihr das Lager. Ich habe es jetzt drauf, ist mittig im Display. Und ja, es kommt ein paar Zentimeter runter. Gleich haben wir es raus. Jetzt ist es am Dreiecksquerlenker. Tja. Und da ging es nicht mehr weiter. Scheiße. Das kriegst du da nicht durch. Hier ist eine Flucht, ich kann hier durchgucken. Da ist die Spurstange. Und man könnte das hier vielleicht zwischen Spurstange. Genau, genau, oder so. Ja, ich kann das von hier aus sehr gut sehen. Jetzt schieb es mal in meine Richtung rüber. Wie eine Billardkugel. Schmeiß das mal hier rüber. Genau, versuch. Geht das da vielleicht? So nicht. Und Hofkant jetzt, quer. Versuch das mal, ne? Ich kann es hier sehr gut sehen. Das könnte knapp, das ist Millimeterarbeit jetzt. Wo willst du denn da durch? Zwischen. Die Spurstange ist im Weg, ja? Da hast du nicht raus. Also hier auf keinen Fall. Achte mal, schlag mal bitte die Lenkung ganz nach. Links ein. So, Vorsicht. Ja, andersrum. Weiter. Gut. Reicht? Jetzt wieder ein bisschen zurück. Okay. Da unten ist auch dieser olle Lenkungsdämpfer. Nützt das vielleicht was, wenn man den ausbaut? Ja. Vielleicht muss der olle Lenkungsdämpfer mit den zwei Schrauben raus. Ich komme hier nicht vorbei. Zur Information, Leute, das ist der Lenkungsdämpfer. Den solltet ihr, ja, also bei Mercedes machen die den alle 15.000 Kilometer. Das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde den so 30, 40, 50.000 könnt ihr den machen, ne? Aber ein Tipp von mir, kauft euch den nicht von Febi Bildstein oder von Meile, sondern kauft euch den von Bildstein. Ich habe den schon auch beim Facelift ein paar Mal neu gemacht. Und es hat sich also bewährt, der Bildstein, nicht Febi Bildstein, sondern Bildstein, grün-blau, ja, Original Bildstein, der hält am längsten. Wenn der verbraucht ist, wenn der verschlissen ist, dann macht sich das bemerkbar. Ihr lauft den Spuren nach, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, und ihr habt zwei Finger breit oder drei Finger breit Spiel im Lenkrad. Den müsst ihr definitiv machen, alle paar tausend Kilometer, und dann läuft der Wagen wieder wie eine 1 geradeaus. Ja, und wir überlegen jetzt gerade, ob man den ausbauen muss, damit wir das olle Motorlager rausbekommen. Da liegt es doch, ne? Ja. Da, da ist das Lager. Das muss da dran vorbei.
Also eins kann ich euch schon sagen, Leute. Meine Erfahrungen mit dem Pre-Facelift sind dahingehend, als dass das Schrauben am Pre-Facelift umständlicher, viel umständlicher ist als am Facelift. Gott sei Dank wechselt man die Motorlage einmal im Leben, ne? Bei jedem Auto. Du löst jetzt den Lenkungsdämpfer. Ja. Ja. Der Chris baut den jetzt tatsächlich aus. Ich werde den sowieso mal neu kaufen. Ich bestelle den direkt mal jetzt den Lenkungsdämpfer vom Bildschein und mach mir den mal rein. Machen wir ein spezielles Video zu, Leute. Da ist der Zahn, der die Schmerzen verursacht. Raus ist er. Ich hole euch das Teil mal raus. Tierische Sauerei. Eine tierische Sauerei. Und definitiv nötig. Seht ihr hier meine Flossen? Bah. Pfui. Das musste neu. Das hat mutmaßlich überhaupt nicht mehr gedämpft. So, weiter geht's. Jetzt kommt das neue Lager rein. Das ist der Sitz. Den haben wir jetzt gerade mal mit Bremsenreiniger etwas sauber gemacht. Ich guck mal, ob ich das von unten einen Spiegel krieg. Den Einbau von unten, ja. Ja. Den Sitz jetzt trocken, mal genau wollte ich nämlich gerade fragen, den machen wir trocken, ne? Du kommst aber gut dran, ne? Kleine Hände. Mhm. Kleine Bürohändchen hast du, ne? Du bist auch ein richtiger Bürohengst. Genau. Und du bist ein richtiger Bürohengst. Das sieht man meine Hände an, oder? So. Kurze Zwischenfrage. Würde man jetzt da auf den Sitz von dem Lager etwas Fluidfilm versprühen? Macht man das? Aus Rostschutzgründen? Wenn du 30 Jahren nicht durchgerostet bist, dann... Das ist ein Argument, lasse ich gelten. So. Der Dieter hatte mich darauf hingewiesen, dass ich die Diagonalstreben unten einmal abnehmen soll, unter drunter Rost. Ihr habt die gerade in dem Video gesehen. Bei dem Facelift hatten wir die mal abgemacht, da war null Rost drunter. Aber danke für die Erinnerung, lieber Dieter, machen wir auf jeden Fall. Wir nehmen die mal ab, machen vielleicht auch ein kleines Video dazu und gucken mal, wie der Zustand der Karosse unter den Streben ist. Weil grundsätzlich ist es schon so, diese Streben verrosten und irgendwann sind die so aufgebröselt, dass der TÜV dann motzt, ne? Dann müsst ihr die neu kaufen. Machen wir, wir gucken mal nach. Danke, Dieter. So, ich versuche jetzt den Einbau euch von hier oben zu zeigen.
Das ist jetzt die obere Schraube. Muss man auf irgendwas achten, auf den richtigen Sitz von dem Hydrolager? Ja, das sieht man. Hier ist ja eine Nase. Okay. Hier ist eine Nase. Ah, gut, dass ich gefragt habe. Top. Und diese Nase kommt wohin? Ich kann das hier sehr gut sehen. Ah, die kommt da an den Anschlag. Seht ihr, Leute, so läuft das. Das kommt dazwischen. Na, so muss das ausgerichtet werden. Leider habe ich jetzt... Oh mein Gott, ey. Packt es denn an? Die Schraube packt. Also ihr seht, die rechte Seite ist auch nervenraubend, aber es geht auf jeden Fall zu bewerkstelligen. Für die rechte Seite in Fahrtrichtung, also das würde ich echt einen Fachmann, einen Profi machen lassen. Also da müsst ihr wirklich schwer was drauf haben. Wenn ich da drin mit der Nase wäre, ne? Ja, ist alles perfekt. Also wer einen Motor ausbauen kann, der kriegt auch den Hydrowechsel auf der rechten Seite hin, aber ungeübten Schraubern kann ich da nur abraten. Jetzt wird der Motor abgelassen. Ihr seht, wie der Motor runterkommt, auch im Bild. So, jetzt kommt Druck auf das Lager. Da ist jetzt Druck drauf und jetzt wird von unten angezogen. Ich gehe mal für euch unter das Auto. Da sind wir wieder. Da ist der Chris. Ich muss ein bisschen rauszoomen. So. Da ist das Lager, ne? Durch den Dreiecksquerlenker durch. Von unten an das Lager ran. Da ist der untere Sitz. Jetzt kommt der Lenkungsdämpfer dran.
Wie gesagt, den müsst ihr tauschen, ne? Machen wir aber nochmal ein extra Video zu. Ich glaube, wenn die Bimmel geht, haben wir 6 Uhr. Tempus fugit. Du hast auch die Asterix-Hefte gelesen, ne? Ne. Auch wenn meine Hände es nicht bezeugen, hatte ich mal Latein in der Schule. Oh, der große Lateiner. Aber da ist nicht viel von hängen geblieben. Der große Lateiner unterm Auto, unter der Ölwanne hier. Guckt euch das mal an, Leute. Also das ist philosophisch hier. Das war meine Karriere, oder? Da müsst ihr aber lange suchen, dass ihr jemanden findet unter der Ölwanne, der Latein hatte. Bitte mal in die Kommentare schreiben, wer Latein kann. Keiner. Das ist es ja eben, keiner. Ist doch eine tote Sprache. Ich habe übrigens mal gehört, nur so als kleine Anekdote, das Latinum wird ja noch in der Medizin verwendet. Ja, total. Und das ist ja im Prinzip eine Art Kryptographie. Und die Ärzte, die sollen da auch angeblich, wie drücke ich mich höflich aus, negative Kommentare über den Patienten in Latein in die Patientenakte einfügen. Das traue ich den. Also da soll dann quasi drinstehen, er ist übergewichtig und minder bemittelt und so weiter und so fort. Ja, aber dann in Latein. Ist mir mal so zugetragen worden. Ja, ja, du steuerst den Leuten zu. Möglich ist das. Klar. Wir haben auch Humor, ne? Ja, das ist kein Humor. Das ist eher so, das ist eher, ja, wie soll ich mich ausdrücken? Standesdünkel. Ja, das trifft schon eher. Ich wollte jetzt den Begriff Staatssicherheitsdienst in den Mund nehmen. Aber das trifft es nicht ganz. Das ist eher sowas. So. Ja, es führt jetzt. Wir kommen stark vom Thema ab. Da müssen wir mal einen speziellen Blog zu machen. Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Podcast. Ja, genau. Wir machen einen speziellen Blog, wo wir uns dann auch mal über sozialkritisch vielleicht äußern. Oh, bitte nicht. Und sozialrevolutionär. Nee, das ist auf YouTube nicht gern gesagt. So, ich denke, das war's. Meine Lampe nehme ich mal raus und fällt die nachher wieder mit. Ah, ne, ich habe nur einen Teil vergessen. Ach, da kommt das Blech. Von der rechten Seite ist Hitzeschutzblech. Ich komme mal rüber. Das Hitzeschutzblech muss zwingend sein. Sonst kriegt ihr nämlich Temperatur auf die Spurstange. Auf den Spurstangenkopf. Also mal schauen, was ich hier sehe. Was suchst du denn? Ach, da war so ein kleines Schräubchen. Berühmte letzte Worte. Da war so ein kleines Schräubchen. Bestimmt in der Kiste. Kannst du mal gucken, ob da eine kleine so eine 10er Schraube dran ist? Ja. Du meinst eine Kiste? Ja, muss ja. Moment, das sind die vom Unterfahrschutz. Hier, ich hab was. Eine kleine. Ja, das kann ja nur. Eine rostige. Und dann brauche ich einen 10er Schlüssel. Guck mal hier, kannst du damit weiterhelfen? Nein. Damit nicht? Eine Windeschraube muss das sein. Jetzt wird es anspruchsvoll.
Jetzt wird es anspruchsvoll. Apropos, weil deine Spurstangenköpfe sind kaputt. Was? Ja. Wieso das denn? Ja, wollte ich doch sehen. Woran siehst du das denn? Gib mir mal die Kiste. Dann ja, dann ist am besten. Ich finde nämlich mich da nicht zurecht. Jeder hat ja so sein eigenes System. Spurstangenköpfe sind kaputt. Jo. Das hören wir ja überhaupt nicht gerne. Da jetzt bald TÜV ansteht, ganz aktuell TÜV ansteht, haben wir ja schon wieder was zu tun. Da ist das Lager, Leute. Und das war echt lustig, einen auszubauen. Das habt ihr ja gesehen. Ja, aber wenn der Spurstangenkopf kaputt ist, dann kannst du schon wieder die Spur einstellen lassen. Ja. Ist das nicht toll, ey. Ist das nicht toll? Findest du Schraube nicht? Das hätte derjenige, der dir die Spur eingestellt hat, vielleicht mal kontrollieren. Tja. Aber warum sollte er? So kommst du ja zweimal, ne? Ja, das kann man hier sehen. Ja, kann man das Rad rüber bewegen? Damit man das sieht? Ja, kannst du. So, wo geht's leider hin? Ist meine Lampe jetzt leer, aber man sieht hier. Moment. Meine Lampe ist leider leer. Ja. Okay. Siehst du, dass die Manschette hier kaputt ist? Moment. Da. Aha. Ja, man verliert die natürlich, die Spieler hat die jetzt noch nicht so, müsste man mal. Aber die Manschette ist ja kaputt, dann verliert die natürlich ihre, sieht man ja deutlich. Ne? Ja, ich habe Probleme im Licht, ich krieg das nicht. Ja, richtig. Ich habe leider auch mein Akku, da ist leer. Ja, können wir gleich noch mal zeigen. Ich spiele mal wieder Strom. Ne? Aber ich zurückgehe, kommt mehr Licht in die Kamera. Jetzt kann man es sehen, jetzt kann man es sehr gut sehen. Okay, ich gehe mal mit dem Finger halt mein Wischen dran. Ja, okay, das ist kaputt, ne? Ja. Ist kaputt. Tja. Mir ist hier nichts, ne? Spur einstellen. Also, kriegt er keinen TÜV, Leute, ne? Wenn die Spurstangen kaputt sind, na, dann gibt es keinen TÜV. Ja, gerade die, das hat der TÜV ja besonders im Fokus, die Traggelenke. Dann machst du wahrscheinlich, weil es sich anbietet, ne? Machst du die Traggelenke direkt mit, oder? Ach du. Ja, sonst wenn die dich, ja gut, die... Alter, an die Aktion kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wir haben musst den Fest. Nicht, du musst ja dann die Spur nicht, nee, musst du nicht. Musst du nicht. Mach nur die Dinger. Weil du musst ja, du kannst, wenn du die Traggelenke tauschst, brauchst du die Spur ja nicht nur einstellen zu lassen. Bei den Traggelenken nicht? Nee. Also wir haben bei dem Facelift die Traggelenke getauscht, weil... Das Rad konnte man bewegen in der Senkrechten, ne? Das konnte man hin und her bewegen und ja, dann haben wir noch die Traggelenke gemacht. Leute, Alter, das ist eine Aktion. Das riecht laut und das ist was für echte Männer. Das macht Krach, weil der Zapfen bei der Traggelenk, der ist konisch und den müsst ihr raustreiben, ne? Den müsst ihr richtig runterkloppen. Oh, feierwey. Ich kann aber leider gerade nicht filmen, was du da machst. Ich krieg das einfach nicht drauf. Ja, das war die Lampe.
Ich mache im Prinzip nur, dass ich wieder fest. Ach, mit der Nut, die du reingetragen hast, ne? Ja. Ich verstehe. Wir hatten Probleme, die Schraube zu lösen, aufgrund von Platznöten. Und der Chris hat improvisiert. Der hat die Schraube gelöst, wie ihr jetzt auch seht. Das ist ein Hammer. Und in der Schraube ist eine Ecke drin, ne? Ja. Mit so. Der Ecke könnt ihr dann eben halt die Schraube auf und zu machen, ne? Dann haben wir's. Tolle Sache. Alle sind Abdeckung happy. Abdeckung machst du drauf. Ja, Abdeckung mache ich drauf. Das füllen wir auch nicht. Das kriegt wohl jeder hin. Ein Kabelbinder muss ich haben. Oh. Da wisst ihr, was ihr getan habt, Leute. Echt, also. Ist nichts für Anfänger. Ist vielleicht jetzt nicht so schlimm, wie bei einem Ferrari den Motor rein rauszumachen und einen Zahnriemen, aber ist der Hammer. Nicht vergessen, Leute. Abonnieren, liken, teilen. Tschüss, bis zum nächsten Video.